Da oben war ein kleines Lüftungsloch. Gehen wir vor, im Wohnzimmer. Living Room, wie auch immer. Da kommt gerade das neue Sink Waschbecken rein. Aber das wird auch, guck mal, schön. Oh, hallo, kein Vergleich zu vorher, oder? Gehen wir nochmal hoch. Das ist der Fußboden da. Und dann haben wir hier hinten das erste Schlafzimmer. Auch kein Vergleich zu vorher. Schön. Überall dasselbe günstigen Fußboden, sagen wir mal so. Also unten drunter war noch Plywood. Das sind Pressspanplatten, die waren alle noch recht gut. Dann haben wir hier das Badezimmer, da ist gerade die Toilette nicht da. Loch gefixt. Sieht jetzt nicht besser aus, aber das wird noch nicht. Dann haben wir hier das große Schlafzimmer mit diesem Einbauschrank. Da ist die Sicherheit, der Fernsehsimulator. Der Fußboden, wie gesagt, überall der gleiche. Das war recht schnell auszurollen. Dann haben wir hier das dritte Schlafzimmer. Dann haben wir hier den kleinen Einbauschrank. Dann haben wir eigentlich drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und die Küche unten. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Eingangstür. Hier ist ein alten Kamin, den es nicht mehr gibt als Kamin, also der Feuerofen ist nicht mehr da. Das war so ein Glasschrank. Ja. Für die Küche. Wir haben hier diesen Waschraum, also Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner. Da sind die Anschlüsse. Ja, da ist noch ein bisschen der Fall. Aber hey, das wird. Das ist die Gegend hinten raus. Das kommt natürlich noch weg. Dieses Dach ist sozusagen von einem anderen Contractor als fertig hinterlassen worden. Das machen wir nochmal. Gewaschen wird das Haus auch noch und auch nochmal gestrichen. Und das Dach wird auch noch gemacht, also von daher super schön.